Mit Riesenschritten bewegen wir uns im Stoff vorwärts. Schmidt-Trigger. Das ist eine völlig neue Sache, die wir machen können mit einem Operationsverstärker. Bis jetzt haben wir immer mit Gegenkopplung gearbeitet. Das heißt, der Ausgang ist über irgendeine Art von Schaltung auf den negativen Eingang zurückgeführt worden. Das heißt quasi, wenn der Ausgang sich in eine Richtung verändert hat, hat er gleichzeitig die Stellgrößen am Eingang in die entgegengesetzte Richtung bewegt, sodass sich dann stabil einpendelt bei zum Beispiel einer kleinen überschaubaren Verstärkung, statt diesem um 1 Million Verstärken, was er im ungeregelten Modus macht. Was wir hier in dieser Schaltung machen, ist das Gegenteil. Wir haben hier auch wieder einen Rückkopplungspfad, aber das ist kein Gegenkopplung, sondern ein Mitkopplungspfad, weil er nämlich auf den Plus-Eingang zurückgeht. Das heißt, der Ausgang verstärkt sozusagen noch die Entscheidungsgrundlage, die der Op-Amp hier verwendet. Dazu habe ich hier ein kleines Bild, was diese Schaltung macht. Die blauen Linien hier, die geben die beiden Zustände an, die wir haben für den Rückkopplungspfad, für diesen Eingang hier. Also wir sehen, das hier ist ein Spannungsteiler aus R1 und R2, also wenn das zum Beispiel nicht 0 und 5 Volt wäre, dann hätte man nur mit dem da hier mal 2,5 Volt, aber wir haben einen dritten Pfad, der auf diesen Punkt einkoppelt, das ist nämlich der Ausgang, der hier zurückgeführt wird. Und wenn der jetzt quasi high ist, dann verschiebt er natürlich diesen Pfad ein bisschen, also diesen Punkt hier ein bisschen zu den positiven Potenzialen hin. Und wenn der Ausgang low ist, dann zieht er diesen Punkt ein bisschen zu den negativen Potenzialen. Das heißt, je nachdem, was der Ausgang ist, ist mein Pegel am Plus-Eingang mal etwas höher und mal etwas weniger. Und wenn der Ausgang gerade auf high ist, ist das Potenzial hier etwas höher. Und wenn der Ausgang gerade auf low ist, ist das Potenzial hier ein bisschen weniger. Und mit dem vergleichen wir jetzt das Eingangssignal. Und wir hätten jetzt hier aufgetragen das Ausgangssignal, das Eingangssignal und diese beiden Schwellen, die wir hier sozusagen haben. Und wir sehen hier am Anfang ist der Ausgang auf low. Solange der Ausgang auf low ist, gilt für uns quasi die untere Schwelle. Und wenn jetzt das Eingangssignal weniger wird als diese untere Schwelle, dann geht der Ausgang auf high. Schauen wir uns das noch mit dem Schaltplan an. Eingang ist ein Minus-Eingang vom Op-Amp. Das heißt, der geht auf high, wenn der Minus-Eingang weniger wird als der Plus-Eingang. Dann ist quasi diese Bedingung erfüllt und der Ausgang ist high. Solange der Minus-Eingang höher ist als der Plus-Eingang vom Potenzial, ist der Ausgang auf low, weil dann quasi Minus und Plus quasi genau andersrum ist als das Vorzeichen von diesem Differenzsignal. Also, in dem Augenblick, wo wir dann diese untere Grenze hier unterschreiten, wo halt Minus kleiner wird als der Plus-Eingang, schaltet der Ausgang auf High. Und in dem Augenblick, wo der Ausgang auf High schaltet, gilt für uns auf einmal diese obere Schwelle. Das heißt, wir sehen, solange die untere Schwelle gilt, hat er in dem Punkt gerade die Bedingung erreicht, jetzt muss der Ausgang high sein. Aber in dem Augenblick, wo wir den Ausgang auf high schalten, gilt auf einmal diese obere Schwelle und dann ist nicht nur gerade die Bedingung erreicht, sondern die Bedingung ist ganz klar erreicht. Sprich, wenn dieses Signal hier nicht so schön ist, sondern das chittert so ein bisschen und wackelt und hat ein bisschen Rauschen, dann würden wir beim normalen Komparator, wenn wir in der größten Ordnung von diesem Rauschen sind, so manchmal Plus, manchmal Minus am Ausgang haben, manchmal High, manchmal Low, je nachdem wie das Rauschen gerade ist. Bei diesem Schmidt-Träger ist es aber genau andersrum. So wie wir auf diesen Punkt kommen und der Ausgang einmal auf Low geht, springen wir mit der Vergleichsschwelle woanders hin und wir können hier rauschen, wie wir wollen, solange wir nicht so stark rauschen, dass wir diese obere Schwelle jetzt überschreiten, bleiben wir auf diesem neuen Zustand einbetoniert. Und das Eingangssignal, in dem Fall habe ich das eine Art Dreieck gewählt, geht dann halt noch weiter runter, da ist die Bedingung stärker und stärker erfüllt, dann geht das Signal rauf, die Bedingung ist quasi schwächer und schwächer erfüllt, aber wir können die untere Schwelle ohne Probleme überschreiten, weil diese gerade nicht aktiv. Im Augenblick ist ja die obere Schwelle aktiv und erst wenn wir die obere Schwelle wieder überschreiten,
dann müssten wir den Ausgang umschalten, aber so wie wir den Ausgang umschalten, wird dann die Vergleichsschwelle wieder auf die untere gelegt und wir sind quasi wieder in einem anderen Zustand fest verankert. Wozu werde ich das brauchen? Wozu werde ich so eine Schaltung machen? Analog-Digital-Wandler. Ja, es gibt Schaltungen aus dem Bereich, wo Schmidträger vorkommen, aber es ist mir, das ist immer zu spezifisch. Wenn ich ein Bussignal einlesen will in einem IC. Ja, ist mir auch zu spezifisch. Also es ist richtig, aber es ist mir zu spezifisch. Warum ist es vorteilhaft in diesem Beispiel, wenn ich das so mache? Warum schließe ich nicht gleich den EC an den Bus an? Wozu tue ich dazwischen einen Schmidträger? Weil der Bus rauscht wahrscheinlich. Genau, weil der Bus rauscht. Und dieses Rauschen möchte ich wegkriegen. Also eigentlich ist es quasi eine Form der Rauschunterdrückung bei digitalen Signalen. Wenn ich quasi so zwei Schwellen habe und ich sage, ab dort ist es high und darunter ist es low, dann will ich quasi, dass er in dem Zwischenbereich hier einfach konservativ auf dem Level ist, wo er vorher gerade war, dass ich das merke. Und erst wenn wir ganz sicher in einen anderen Bereich gegangen sind, also erst wenn wir ganz sicher hier oben rausstehen, schalten wir um auf Low. Und erst wenn wir ganz sicher hier unten rausstehen, schalten wir auf High. Also wir sehen, es ist ein invertierender Verstärker, weil Eingang High am Ausgang Low macht. Aber es ist ein invertierender Verstärker mit einer Hysterese, nennt man das. Wenn diese Schwelle sich so mitzieht, und darum muss man quasi extremer in den Bereich gehen, wenn man umschalten möchte. Und ansonsten bleibt er dort, wo er steht. Gut, dann machen wir mein Experiment. Also ich habe genau diese Schaltung hier, diese Schmidträger-Schaltung, jetzt aufgebaut auf diesem Breadboard. Und es ist ein bisschen chaotisch und es wird erschwert dadurch, was ich vorher festgestellt habe, dass das Breadboard ein bisschen kaputt ist. Und ich muss den Chip runterdrücken, damit die Schaltung funktioniert. und dazu nehme ich vielleicht diesen Laserpointer. Das wird ja besser zugeschrieben. Ah, das ist perfekt. Ah ja. Weil der hat ja eine Spitze, ne? Ja, perfekt. So, sehr gut. Okay, dann Kamerakindest du mal. So, und ich drücke da auf den Chip drauf. Gut. So, und ich habe hier einen Regler. Unter dem kann ich die Eingangsspannung verändern. Und ich gehe da jetzt mal runter bis an den Punkt, wo sich die LED einschaltet. Und wir sehen, ich kann jetzt um diesen Punkt den Regler verändern und die LED bleibt immer noch eingeschaltet. Und wenn ich jetzt weiter raufgehe und raufgehe und raufgehe, gibt es irgendwann einen Punkt, da schaltet sich die LED wieder aus. So, zur besseren Orientierung durch den anderen Regler da daneben. Das ist jetzt quasi die Marke, dort was aus. So, dann gehe ich da runter. So, sie einschaltet. Zack. So, das ist quasi die andere Markierung. Wenn wir uns da anschauen, dann sehen wir, das ist in dem Fall, weil die Widerstände so gewählt ist, etwa Drittel, Drittel, Drittel. Also es gibt quasi das obere Drittel, wenn ich dort reinkomme, schaltet er aus. Das untere Drittel, wenn ich dort reinkomme, schaltet er ein. Und solange ich mich in den Bereich dazwischen bewege, merkt sich die Schaltung quasi den letzten Zustand. Wenn ich jetzt in den oberen Bereich rausgehe, kann ich mich jetzt in diesem Bereich bewegen und es bleibt ausgeschalten. Und wenn ich dann da unten hingehe, kann ich in den Bereich mich bewegen und es bleibt eingeschaltet. Also, ihr erinnert euch, das letzte Mal habe ich eine... Ich glaube, wir hören schon, danke. Das letzte Mal habe ich eine ähnliche Schaltung gemacht, wo wir einfach nur einen Op-Amp als Komparator verwendet haben. Und da habe ich quasi die Challenge gemacht, kann jemand die Regler so einstellen, dass es genau gleich ist, dass sowohl quasi die rote als auch die grüne LED, glaube ich, war das leuchtet. Weil ich die Schaltung so gemacht habe, dass quasi, wenn der Ausgang auf High ist, leuchtet die eine, wenn sie low ist, leuchtet die andere. Und in einem feinen Mittelbereich würden sie theoretisch beide leuchten. Und mit viel Fuzelei haben das dann ein paar Leute sogar geschafft. Aber ich garantiere euch, wenn man dann nachmessen würde, dann würde man in dem Zustand nicht feststellen, dass gerade beide irgendwie eins sind, sondern
die sind halt so oft gleich, dass das bisschen, was einstreut an Feldern drumherum, halt dazu bewirkt, dass die flackern. Mal leuchtet die eine und mal leuchtet die andere. Und das schaltet halt um mit den 50, 100 Hertz, die wir da so um uns herum haben. Und mit der Schaltung wäre das nicht möglich. Also mit der Schaltung würde man quasi sicherstellen, dass immer nur einer der beiden Pfade aktiv sein kann, eben wegen dieser Hysterese. Es gibt keinen Bereich, wenn sich das Eingangssignal dort befindet, dann wird ein kleines Rauschen am Eingang automatisch zu einem chaotischen Hin- und Herschalten am Ausgang, sondern wir sind entweder auf High oder auf Low, und wenn wir dann diese Zone, diese Sicherheitszone in der Mitte verlassen, dann schaltet er erst wirklich um. Okay. Welche Anwendungen fallen uns ein? Da haben wir jetzt schon so Bussignale, die rauschen. Eigentlich fast immer, wenn man irgendwie was hat, was eine analoge Größe ist, egal ob es quasi inhärent eine analoge Größe ist, weil da irgendjemand dann so einen Regler herumdreht, oder einfach, ich sage jetzt mal, unbeabsichtigt eine analoge Größe ist, weil das Signal über ein langes Kabel kommt und am Ende vom Kabel schaut es halt nicht mehr so hübsch aus, wie das, was man reingeschickt hat. Immer dann, wenn man so eine analoge Größe digitalisieren möchte, dann ist ein Schmidt-Trigger eine gute Idee. Gut, Übung. Entwerfen Sie eine Schmidt-Trigger-Schaltung, die nicht invertierend ist, und simulieren Sie beide Schaltungen am PC. Das überlasse ich jetzt quasi als Übung so. Man kann das natürlich auf verschiedene Arten und Weisen machen. Kann man nicht einfach zwei hintereinander geben? Zum Beispiel. Das wäre die einfachste Art, wenn nicht invertierend ist, dann invertiert es halt noch was. Genau. Ja, was wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, einen nicht invertierenden Schmidt-Trigger zu machen? Man kann es aber auch anders machen. Also man kann einen nicht invertierenden Schmidt-Trigger auch machen mit nur einem Op-Amp und dann halt noch mehr Widerständen, aber das ist eine Rumpast. Gut, das ist noch so ein... Ihr erinnert euch, wie wir angefangen haben mit den Verstärkern, und dann haben wir gesagt, okay, oft macht man aber nur dieses Dreiecksymbol, und dann schreibt man vielleicht rein wie mal 5, und dann weiß man, das ist ein mal 5 Verstärker, und kümmert sich nicht um das, was drin ist. Das war eine Vorversion von dem, was man heute gemacht hat, mit den Zeichen nur in Kastel und dadurch einen linearen Term reinschreiben. Haben wir jetzt dieses Symbol für Schmidt-Trigger, also wieder so ein Dreieck für quasi Puffer oder ein allgemeines Verstärkersymbol. Und dann haben wir aber hier quasi eine Flanke oder zwei Flanken gemeinsam. Und das soll halt irgendwie andeuten, dass es gibt zwei Schwellen zum Schalten oder so. Also dieses Symbol ist das Schmidt-Trigger-Symbol. Und in aller Regel sind die eben invertierend. Das heißt, wir haben dann wieder den Knödel da am Ausgang, um zu signalisieren, dass es sich um einen invertierenden Verstärker oder einen invertierenden Schmidt-Trigger in dem Fall handelt. Wozu brauche ich den nicht invertierenden? Das hängt ganz davon ab, was ich machen möchte. Also manchmal will ich halt, dass ein hohes Eingangssignal ein hohes Ausgangssignal erzeugt. Manchmal ist es mir wurscht, dann nehme ich den einen, der einfacher zu implementieren ist, was dann der invertierende wäre. Aber wenn ich zum Beispiel ein Signal habe, das geht von A nach B über irgendwie langes Kabel und da streuen Sachen ein und das Signal schaut nicht mehr so hübsch aus am anderen Ende, und ich will jetzt quasi in der Mitte sagen, okay, dann mache ich da einen Schmidt-Trigger hin zum Puffern, dann ist das natürlich blöd, wenn das ein invertierender Schmidt-Trigger ist, weil die andere Seite weiß ja nichts davon, dass jetzt das Signal auf einmal umgedreht zu interpretieren ist. Also man kann das natürlich immer machen, indem man eine gerade Anzahl von invertierenden Schmidt-Triggern da über die Leitung verteilt, oder eine gerade Anzahl von invertierenden Schmidt-Triggern plus eine beliebige Anzahl von nicht invertierenden Schmidt-Triggern. Also, wenn man jetzt quasi so die wenn man in der Kiste noch was herumliegen hat. Kann ich nicht die Kabel umlöten auf der anderen Seite? Das hängt davon ab. Die meisten Schmidt-Trigger sind nicht differenziell, und auch dieser hier ist es nicht. Da habe ich quasi nicht einen Plus- und einen Minus-Eingang, sondern ich habe von der Schaltung nur einen Eingang und nur einen Ausgang. Wenn es natürlich was Differenzielles ist, dass ich zwei Eingänge habe, dann brauche ich nur vertauschen, und dann mache ich aus dem Invertierenden einen Nicht-Invertierenden. So, also welche Vor- und Nachteile hat es, wenn ich solche Symbole zeichne und nicht irgendwie Operationsverstärker und Widerstände
Man weiß sofort, was man hat. In welchem Fall? Wenn man... Naja, wenn man nur interessiert ist, ist irgendwo ein Schmidt-Trigger da oder nicht da, dann ist es schön, wenn man das Symbol findet, weil dann weiß man, ja, er ist da. Genau, also bei dem Symbol weiß man sofort, was man hat, in dem Sinne, aha, ich habe einen Schmidt-Trigger. Ja. Und wenn man technisch wissen will, was man eigentlich wirklich hat oder was dahinter ist, wenn ich dieses, ist das besser. Wenn ich was das aber hab, auch eine Ersatzschaltung sicherlich ist, weil dann wahrscheinlich doch noch immer etwas anderes auch. Also wenn ich das habe, weiß ich auch, was ich habe. Weil da kann ich sagen, okay, ich habe einen Schmidt-Trigger und diese Widerstandswerte sagen mir, dass das eine Drittel-Drittel-Drittel-Aufteilung ist zwischen den Fällen oder vielleicht eine Viertel-Fünftel-Viertel-nein, das war falsch, 0,4, 0,2, 0,4 Aufteilung. ja, also diese, da weiß ich quasi auch, was ich habe, aber auf dieser Ebene. Und das kann gut oder schlecht sein. Also oft interessiert mich nicht, wie genau die Schwellen sind für den Schmidt-Trigger, solange die halt so weit auseinander sind, dass das Rauschen da jetzt keinen großen Unterschied mehr macht für mich, dann ist natürlich praktisch, einfach nur diese Symbole zu verwenden. Und dann kann man natürlich auch beliebig mischen, dass ich die Symbole habe, und dann schreibe ich halt irgendwie drüber die genauen Eckdaten von diesem Schmidt-Trigger. Und dann gibt es natürlich eigene Schmidt-Trigger-Bauteile, also auch hier im Bautesortiment zum Beispiel haben wir einen Chip, da sind 6 Schmidt-Trigger drinnen. Und häufig, wenn man Schmidt-Trigger braucht, dann bastelt man den sich nicht selber aus einem Op-Om oder ein paar Widerständen, sondern man nimmt diesen fertigen Chip. Und dann ist es natürlich unsinnig, nicht dieses Symbol zu verwenden, weil bei dem fertigen Chip weiß ich ja eh nicht viel mehr darüber, als es handelt sich um einen Schmidt-Trigger. Und den Rest kann ich dann vielleicht im Datenblatt nachschauen und die großen Bauteilschwankungen. Ja? Sind die dann gemischt? Also hat man dann auf dem Chip gleich eben die invertierenden und die nicht invertierenden drauf? Nein, es sind 6 invertierende drauf, denen wir im Bauteilsortiment haben, aber du kannst natürlich für dich definieren, dass es ein Chip mit 3 nicht invertierenden Schmidt-Trägern ist. Ja, okay. Genau, also das ist, also meistens macht man einfach das, dass man sagt, wenn ich die nicht invertierenden brauche, dann nehme ich einfach 2 von denen hintereinander. Also gerade in einem Chip kann ich das schon machen, weil vielleicht brauche ich eh nicht so viele Schmidt-Träger. Wenn ich die jetzt selber aufbaue aus Op-Amps, dann gibt es halt nettere Möglichkeiten, das zu machen, als einfach 2 invertierende hintereinander zu hängen. Okay, also das war zu den Symbolen. In der Regel werden Schmidt-Trigger nicht diskret aufgebaut, sondern integrierte Bauteile verbaut. Okay, das haben wir gerade gehabt. Verwenden diese ICs intern einen Op-Amp? Also wenn ich quasi die Innenbeschaltung von dieser Schmidt-Trigger-Schaltung, von diesem Schmidt-Trigger-IC hätte, finde ich dann da entweder ein Op-Amp-Symbol oder eine Transistorschaltung, die selber ein Op-Amp macht. Das glaubt ihr? Ja, ein Op-Amp ist ja wieder aufgebaut aus anderen Teilen. Genau, aber finde ich quasi eine Teilschaltung da drinnen, wo ich sage, ah, hier ist der Op-Amp. Okay, was ist stattdessen drinnen? Weil wir haben jetzt gesehen, wie es mit einem Op-Amp geht. Okay, jemand anders. Also nein, in der Regel hat man da, theoretisch kann es natürlich sein, aber in der Regel sind diese Schaltungen quasi einen Level drunter. Außerdem versucht man auf Chips meistens Widerstände zu vermeiden. Und das ist natürlich schwierig, diese Schaltung hier. Wenn ich Op-Amps habe, dann mache ich quasi meinen Chip in einem Op-Amp und drumherum mache ich dann 1000 Widerstände, das ist mir wurscht. Aber in einem Chip ist es meistens schwierig, da Widerstandswerte zu haben, die genau spezifiziert sind und so. Das heißt, in dem Chip arbeiten wir dann eher mit Stromspiegeln und solchen Dingen, machen natürlich die gleiche Funktionalität. Also für uns ist eigentlich egal, ob da ein Op-Amp drin ist oder nicht, aber so werden die nicht aufgebaut, sondern die werden dann anders aus Transistoren aufgebaut, dass ich nicht mehr sagen kann, und diese 50 Transistoren sind jetzt der Op-Amp. Auch weil der Op-Amp gewisse Eigenschaften hat, die ich hier ja gar nicht so genau brauche. Weil beim Op-Amp, den habe ich ja gerade damit, dass der auch gut arbeiten kann, wenn diese beiden Eingänge sehr nahe beieinander sind. Beim Schmidt-Trigger habe ich jetzt inhärent eine Schaltung, wo ich mich darum bemühe, diesen Fall eigentlich zu vermeiden und immer auf der sicheren Seite zu sein. Das heißt, das kann man natürlich besser aufbauen aus Einzeltransistoren und solchen Dingen. Wenn wir das selber aufbauen wollten, das ist jetzt die Expertenfrage quasi.
Würden wir ein Op-Amp nehmen oder würden wir diese Schaltung mit etwas machen, was so ähnlich ist wie ein Op-Amp? Nur was wollen? Was ist die Frage? Also, wir wollen jetzt selber einen Schmidt-Träger aufbauen. Ja. Und das soll ein urguter Schmidt-Träger sein. Der beste Schmidt-Träger, den es je gab. Würde ich den dann aufbauen mit einem Op-Amp und ein paar Widerständen? Oder würde ich, wenn ich dieses Schaltungsbild, was ich nehme, diesen Ansatz, würde ich etwas nehmen statt dem Op-Amp? Und das ist die Expertenfrage, weil das steht nicht in meinem Skriptum. Also die Antwort steht auch nicht in meinem Skriptum, aber wir haben schon mal darüber geredet. Wahrscheinlich Transistoren. Ne? Nein, nein, also ich meine schon wirklich ein... Also den Hinweis sieht man eigentlich hier eh. Steht doch in meinem Skriptum. Ich sollte mein Skriptum besser lesen. Jawohl! Aber jetzt musst du sagen, was ein Komparator ist. Nein, 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 ein Komparator ist, das ist eben, es stand nur einmal kurz im Skriptum. Also ein Komparator hat das gleiche Symbol wie ein Op-Amp, damit es schön eindeutig ist und man sofort weiß, was man vor sich hat. Aber der ist nicht dafür ausgelegt, dass er mit negativer Rückkopplung arbeitet, sondern dass er wirklich nur zum Vergleichen von Eingangsspannungen arbeitet. Der ist viel, viel schneller. Und wenn ihr euch erinnert, am Anfang, wo wir angefangen haben, über Op-Amps zu reden, haben wir gesagt, die brauchen ein gewisses Verzögerungselement, damit sie nicht anfangen zu schwingen. Ich kann einen Op-Amp quasi nicht beliebig schnell bauen. Wenn ich aber keine Rückkopplung auf diesen negativen Pin haben möchte, dann ist mir das wurscht, dass ich den quasi einbremsen müsste für diese Rückkopplung. Und dann nehme ich einen Komparator, der hat diese Verzögerung nicht drinnen und ist viel schneller. Und natürlich will ich, wenn ich meinen besten Schmidt-Träger, den es je gab, bauen möchte, dann will ich einen, der ganz, ganz schnell reagiert. Also wenn ich quasi ein Signal habe, was jetzt nicht rauschen, sondern als Signal hier ganz kurz runter geht oder wieder rauf, für einen ganz, ganz kleinen Bruchteil, dann will ich, dass mein Schmidt-Träger das durchgibt. Und wenn der aber quasi mit einem Op-Amp aufgebaut ist und der braucht ein bisschen, dann wird vielleicht dieser Puls, der in den negativen Bereich geht und dann wieder in den positiven, am Ausgang nur so ein kleines Mobile machen, aber nicht wirklich voll schalten, weil er halt zu langsam ist. Und er möchte in die Richtung gehen, aber dann passiert schon schneller was anderes und dann überlegt er sich wieder anders und dann habe ich nur ein kleines Mobile und nicht einen schönen Puls, der rauskommt.